Es gibt sicher viele Orte, die die Geschichte der Württemberger beeinflusst haben. Also der Familie der Württemberger oder auch der Untertanen der Württemberger. Aber dieser Ort hier hat wie kaum ein zweiter nicht nur Württemberg selber massiv beeinflusst, sondern hat letzten Endes sogar Weltgeschichte geschrieben. Wir werden sehen. Mit dem zweiten Prager Fenstersturz und dem darauffolgenden lokalen Konflikt zwischen böhmischem Adel und habsburgischer Herrschaft begann 1618 jener Krieg, der als 30-jähriger Krieg in die Geschichte eingehen sollte. Verschiedene Bündnisse und Interessen gaben ihm bald die Dimension, die, bis auf England, alle europäischen Mächte umfasste. Das Haus Habsburg mit seinem österreichischen Schwerpunkt und sein wichtigster Verbündeter, Bayern, sahen sich bald einem Bündnis aus Dänen, Schweden und Franzosen gegenüber. Schweden erst, Franzosen später. Während für die Schweden Südwestdeutschland als lohnendes Kriegsziel erschien, um das Kaiserreich Habsburg Österreich und Bayern von der Seite zu bedrohen, so war Südwestdeutschland in der letzten Kriegsphase vor allem für Frankreich das Aufmarschgebiet, um den Krieg nach Bayern zu tragen. Gleich aus welcher Motivation, das Land wurde über Jahre hinweg Schauplatz von Schlachten, Märschen und Gegenmärschen, Belagerung, Raub, Mord, Plünderungen und einhergehendem Hunger und Krankheiten. Der 30-jährige Krieg ist so hochkomplex, dass wir uns an dieser Stelle auf eine der 7 württembergischen Landesfestungen im Herzen Württembergs, nämlich auf Tübingen, konzentrieren. War es in den 1620er Jahren noch relativ ruhig in Württemberg, zog doch schon 1624 pfälzische Truppen durchs Neckartal. Nun kommen auch schon als erste Vorboten des Krieges immer wieder Flüchtlinge an den Rand des Schönbuchs. Sie bringen die Pest mit, die in alle Ortschaften rings um das Schönbuch wochenlang wütet. Württemberg, das sich auf die Seite Schwedens und später Frankreichs gestellt hatte, sollte 1630 von den kaiserlichen Truppen Habsburgs erobert werden. Von Norden rückte deshalb eine Truppe unter dem Grafen Egon von Fürstenberg bis Tübingen vor. Das ist insofern sehr faszinierend, weil der Fürstenberger klarer Gegner der Württemberger war, gleichzeitig aber die Württemberger nichts dabei fanden, ihr Gestüt Marbach im Territorium der Fürstenberger beim Feind unterzubringen. Weil sie sagten, okay, deine Truppen ziehen hier durchs Land, wir bringen mal unsere wertvollen Pferde zu dir, damit denen nichts passiert. Die Bevölkerung der umliegenden Dörfer rings um Tübingen floh in die befestigten Städte, was die Kaiserliche mit dem Niederbrenner ganzer Ortschaften bestrafte. Wer sich nicht mehr retten konnte, wurde niedergemacht. Das gerade reife Getreide wurde geraubt. Württemberg wird dann 1632 von den Schweden unter Gustav Adolf befreit. Spätestens ab 1633 kommt es nun überall zu Einquartierungen schwedischer und verbündeter rheingräfischer Truppen, die ähnlich rigoros plündern wie die kaiserlichen zuvor. Für die Bevölkerung macht es keinen Unterschied. Die Aktivitäten der verfeindeten Heere hatte sich in den Jahren 1633 und 1634 auf das Rheintal, den Raum um Heilbronn und vor allem Oberschwaben konzentriert. Dies ändert sich mit der Schlacht von Nördlingen grundlegend. Ich bin hier in der Gegend von Nördlingen, auf dem Albuch. Da drüber ist Nördlingen und hier findet eine der größten Schlachten des 30-jährigen Krieges statt. Einer der bedeutendsten, denn die verlängert den Krieg ewig lang. Gucken wir uns mal die Karte an. Bevor man die Karte genauer anguckt, wird es vielleicht Zeit, dass wir erstmal die Karte etwas größer betrachten. 1634. Um es klar zu machen, die berühmtesten Feldherren des 30-jährigen Krieges, Gustav Adolf und Wallenstein, sind zu diesem Zeitpunkt bereits tot, auch wenn der Krieg noch 14 Jahre weitergeht. Mitte August 1634 werden Regensburg und Donauwörth von den Kaiserlichen genommen. Damit verlieren die Schweden, ich sage jetzt Schweden, für die Kriegspartei, damit verlieren die Schweden zwei wichtige Stützpunkte in Südwestdeutschland. Grundnummer sind sie sowieso schon etwas auf dem Rückzug. Auf schwedischer Seite sind zwei Namen bedeutend. Bernhard Herzog von Sachsen-Weimar und Graf Gustav Karlsson Horn. Horn studierte übrigens unter anderem in Tübingen.
Beide vereinigen ihre Truppen in Ulm. Wobei hier gleich mal eine Sache erwähnt werden muss, die sehr bedeutend wird für den Verlauf der Schlacht in Nördlingen, nämlich die Tatsache, dass Horn und Bernhard sich abgrundtief hassen. Am 17. August belagert kaiserlich-spanisch-bayerische Truppen unter Ferdinand III., ja, dem späteren Kaiser Ferdinand, Ferdinand von Spanien, Karl IV. Von Lothringen und Matthias Gallas Nördlingen. Insgesamt ziehen die 15.000 kaiserliche Truppen zusammen und nochmals 6.000 bayerische Truppen. Bernhard und Horn kommen zusammen gerade mal auf 16.000 Truppen. Diese sammeln sie bei Bopfingen, um eben das kaiserlich-bayerische Heer zu stellen. Am 24. August 1634 erkennen die schwedischen Truppen, ich nenne sie halt immer schwedische Truppen, aber sie sind ja ein sehr gemischter Truppenverband, unter anderem mit Württemberger. Am 24. August erkennen nun also diese schwedischen Truppen, dass der Fluss Eger nicht überschritten werden kann. Das liegt daran, dass Kroaten im kaiserlichen Dienst, das ist wirklich ein sehr multinationaler Krieg, dass diese Kroaten eben den Fluss abschirmen, keine Chance, Richtung kaiserliches Heer voranzukommen. Wie gesagt, in dem Heer befindet sich unter anderem auch das württembergische Landesaufgebot, konkret die Landesdefensionstruppen. Kurzes Wort zu diesen. 1610 hat bereits Johann Friedrich zwei Regimenter Landmiliz aufgestellt, zweimal 3000 Mann. 1620, 10 Jahre später, nun schon im Krieg, werden diese zweimal 3000 Mann auf zweimal 6000 Mann erhöht. Allerdings noch nicht groß angelegt, militärisch engagiert. Aber man erhöht mal die Truppenzahl, denn es ist klar, friedlich wird es nicht mehr in Europa. 1629 kommt jetzt diese berühmte, schon erwähnte Restitutionsedikt, nachdem Württemberg einen Großteil seiner Landesmasse, rund ein Drittel, verliert. Damit kann man sich auch kein so großes Heer mehr leisten von 12.000 Mann und die Truppen werden aufgelöst. Was ja auch nicht funktioniert, denn Württemberg tritt nun in den Krieg ein, sodass man 1632, 3 Jahre nach der Auflösung, die Regimenter wieder aufstellt, um auf Seiten Schwedens in Kampf einzutreten. Was stellt man auf? Man stellt jetzt 2 Infanterieregimenter, 1 Obersteig, 1 Untersteig, zu je 8 Kompanien auf. Kavallerie hat man kaum, dafür heuert man für teures Geld ein Regiment französischer Kavallerie an. Zu diesen Truppen kommen noch bereits im Feld stehend 6000 Mann Landvolk, die unter des schwedischen Oberbefehlshabers wieder mal in Oberschwaben stationiert sind. Das württembergische Aufgebot ist schon relativ modern aufgestellt. Das Verhältnis Musketen zu Piken ist 3:1. Die Musketen bezieht man aus Ulm und Suhl und hat sogar so viel, dass man Teil wieder verkaufen kann. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie schlecht bewaffnete Truppen in den Kampf schickt. Aber man schickt sie halt in den Kampf und das geht für die Württemberger bekanntlich desaströs aus. Am Anfang sieht es noch gar nicht so nach Desaster aus, denn die zwar zwischenzeitlich nicht mehr existenten, aber doch einigermaßen gut ausgebildeten Truppen und vor allem die gut ausgerüsteten Truppen fahren doch den einen oder anderen militärischen Erfolg ein. So wird unter anderem erobert und besetzt Memmingen, Biberach, zweimal Ravensburg, also wieder verloren, Wangen, Kempten, Rottweil, Ehinge, Weingarten, Offenburg. Niederlage gibt es bei Villingen und bei Konstanz. Aber alles in allem stehen die württembergischen Truppen nicht ganz schlecht da. Allerdings ist mit der Moral ein bisschen schwierig. Es kommt andauernd in württembergischen Truppen zu Desertationen. Das führt sogar so weit, dass der schwedische Generalmajor Rutwin erklärt, die württembergischen Truppen seien nicht wert, sie als Soldaten gescholten werden. 1633 geht es so weit, dass mehrere tausend Württemberger einfach nach Hause gehen. Was natürlich Herzog Eberhard III. Nicht sonderlich amüsiert. Er ordnet an, dass die Davongelaufenen ab diesem Moment einen gelben Ring an der Kleidung tragen müssen und dass ihr Name von den Kanzeln verlesen wird. Eine Schandstrafe oder eine Ehrenstrafe vielmehr, was anderes kann der Württemberger leider gar nicht tun. Zurück zu den Ereignissen der Schlacht. Am 3. September sammelt sich jetzt unter anderem die Württemberger plus Truppen aus Reutlingen und Esslingen zusammen auf so ungefähr 5000 Mann unter Liebenstein bei eben den genannten Bernhard und Horn. In der Zwischenzeit beschießt kaiserliche Truppe bereits Nördlingen. In Nördlingen befindet sich 500 Söldner, 100 Milizionäre, 250 Musketiere der Schweden.
Also klar, Nördlingen ist jetzt die nächste Stadt, die an die Kaiserliche fallen soll. Dazu kommt, dass gleichzeitig Truppen unter dem Kardinal Infant Fernando, 16.000 Mann, von Mailand Richtung Nördlingen marschiert, um eben die kaiserlichen Truppen zu unterstützen. Also von Nördlingen wird es brenzlig. Und das zahlenmäßig unterlegene schwedische Heer mit den Württembergern muss schlicht und ergreifend aktiv werden, denn sonst fällt auch die nächste Festung. So bleibt am 4. September, also am Tag danach, Bernhard und Horn überhaupt gar nichts anderes übrig, als den Kampf aufzunehmen. Horn möchte eigentlich gar nicht. Er argumentiert folgendermaßen. Er sagt, das Kräfteverhältnis ist komplett gegen sie. Laut ihm 3-2, wahrscheinlich sogar noch schlechter. Der Feind ist bei Nördlingen hervorragend verschanzt. Verstärkungen durch den Rheingrafen, also für die Schweden, werden Verstärkungen durch den Rheingrafen frühestens in 6 Tagen erwartet. Die Situation, um einen Kampf aufzunehmen, ist nicht gut und Horn erkennt es auch. Bernhard nennt ihn daraufhin einen Feigling und erklärt, dass der Verlust von Donauwörth und anderen Gegenden schon nicht mehr vertretbar ist. Das heißt, dass die schwedische Koalition zerbrechen wird, wenn jetzt auch noch Nördlingen verloren geht. Und so müssen sie kämpfen. Der Plan ist jetzt, die kaiserlichen Nachschubwege nach Südosten zu unterbrechen. Die Nachschubwege führen durch die hier auf der Karte markierten Straße hindurch. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit nur darum, diese Straße zu erreichen. 5. September morgens. Die Schweden setzen sich scheinbar nach Süden ab. Sie tun so, wenn sie nach Ulm gehen wollen und treffen Verstärkung in Neresheim. 11.30 Uhr ist es. Die Hälfte der Württemberger bleibt zum Schutz des Trosses in Neresheim. Was das jetzt über die Kampfkraft der Württemberger aussagt, ist ein bisschen unklar. Auf jeden Fall, die Hälfte bleibt zunächst mal zurück, was ihnen nichts nutzen wird. Nachmittags kommen jetzt schwedische Truppen nach Nordosten und treffen dort auf kroatische Reiter, Dragoner und Musketiere, so um die 2000. Und es entbrennt ein Kampf, bei dem die Schweden nicht durchbrechen können. Die Truppen von Bernhard werden gegen 16 Uhr jetzt sogar Richtung Heselberg gedrängt. Also klar, die Schweden kommen nicht durch. Stattdessen treffen jetzt immer mehr kaiserliche Verstärkungen ein und besetzen den Albuch, also genau die Stelle, an der wir sind, und den Heselberg. Jeweils ungefähr 500 Mann. Vor Sonnenuntergang lässt Bernhard, der Kriegstreiber oder Kampftreiber vielleicht besser, das nicht auf sich sitzen und versucht, den Heselberg anzugreifen. Kommt aber nicht durch. Erst gegen Mitternacht besetzt die Truppe von Bernhard den Heselberg und Horns Truppen kommen gegen Mitternacht dazu und es gibt mehrere nächtliche Scharmützel. Warum ist das wichtig? Weil diese Truppen der Schweden, unter anderem halt auch die Württemberger, jetzt schon mehrere Märsche hinter sich haben und jetzt auch noch die Nacht über kämpfen, also garantiert nicht ausgeruht sind. 2 Uhr nachts schickt jetzt auch kaiserliche weitere Truppe auf den Albuch und befestigt ihn. Man gräbt sich ein und man sieht hier noch die Spuren. Was steht sich jetzt gegenüber auf Truppenstärke? Auf schwedischer Seite 16.000 Mann Infanterie, 9.000 Kavallerie, 70 Kanonen, zusammen rund 25.000 Mann. Auf kaiserlicher Seite 30.000 Infanterie, 20.000 Kavallerie, mindestens 53 Kanonen, zusammen 50.000 Mann. Trotzdem greifen die Schweden an, obwohl sie die Zahlen der Kaiserlichen eigentlich kennen, denn sie haben Gefangene gemacht und haben diese befragt. Und diese Gefangene geben klar Auskunft. Die Schweden sagen aber, die Zahl kann nicht stimmen, das sind bestimmt 10.000 weniger. Nachts bringen die Kaiserlichen auf den Albuch, denn es ist klar, dass hier die Kämpfe scharf werden. 5.000 Mann, 5.400 sogar, Infanterie, 2.700 Reiter und mehrere Kanone auf den Albuch und legen nun hier Bastionen an. Oberbefehlshaber der Kaiserlichen ist Gallas. 6. September 1634. 5 Uhr früh. Die völlig ermüdeten schwedischen Truppen eröffnen das Feuer mit Artillerie zunächst mal von Norden auf die Kaiserlichen. Derweil versuche die erste Fußtruppe, vor allem Schotten, wahrscheinlich aber auch Württemberger und Pfuhls Brigade, den Albuch anzugreifen. Sie bekommen sofort von Norden Feuer in die Seite und gerade in diesen Hohlweg, wo sie hoffnungslos zusammengeschottet werden. Trotzdem kommen immer mehr Truppen nach oben und schaffen jetzt die mittlere Schanze zu erobern, bis dort ein Pulverwagen explodiert und Tod und Zerstörung über Verteidiger und Angreifer treibt. Die wenigen Schweden, sprich Schotten und Württemberger, die es dicht nach oben geschafft haben, müssen sich zurückziehen.
Der Rest wird durch Kavallerie vollends runtergeworfen. Nun erkennt auch die Kaiserliche, dass der Albuch die Schlüsselstellung ist und schickt immer mehr Truppen aus der Reserve nach oben. Mehrere Tercios, also die Eliteformation der spanischen Armee, stehen in Bereitschaft. Insgesamt haben die Kaiserliche jetzt 3.900 Mann Infanterie, 2.700 Reiter, 14 Kanone, 15.000 in einem Tertio und 6.000 in einem Heerlager in der Nähe des Albuchs stehen und warten drauf, dass die Schweden wirklich so blöd sind, nochmal anzugreifen. Sie sind es. Zunächst mal greift wieder schwedische Kavallerie an. Die Kaiserliche weise den Angriff zurück. Im Norden kommt es zu ersten Entlastungsangriffen, aber die sind eigentlich relativ egal. Langsam geht die Sonne auf. 6 Uhr früh. Pfuhl, die Schotten und die Württemberger greifen erneut den Albuch an und werden zurückgeschlagen. 7 Uhr, neuer Angriff der Württemberger und der Schotten auf den Albuch. Horns Brigade versucht weiter anzugreifen und werden zurückgeschlagen. 7.30 Uhr, neuer Angriff der Württemberger und der Schotten auf den Albuch. Wieder wird er zurückgeschlagen. 8 Uhr, zwei Brigaden der Schweden beschießen den Albuch, gerade ins Kreuzfeuer. Und soll durch württembergisch-schottische Truppen verstärkt werden. Sie werden zurückgeschlagen. Insgesamt gibt es 15 Angriffe der Württemberger und Schotten und weiterer Truppen auf den Albuch. Hier fällt die Blüte der württembergischen Truppen. Ab 8.30 Uhr entwickelt sich weitere Gefechte im Zentrum bei Fresheim, was aber eigentlich absolut nicht schlachtentscheidend ist. Gegen 9 Uhr treten weitere Truppen zur Verstärkung im Albuch ein. Und weiter kämpft man hier, verbissen um jeden Meter. Langsam wendet sich aber das Blatt. Die komplett ausgelaugten Truppen der Schweden, ich sag's nochmal, vor allem Schotten und Württemberger, sind so am Ende, dass sie selbst ihre Stellung auf dem Heselberg nicht mehr gut halten können. So kommt Horn, der ja die Schlacht sowieso nicht wollte, zu dem einzig klugen Schluss, indem er sagt, er zieht jetzt seine Truppen zurück. Er informiert Bernhard und Bernhard möchte nicht mitmachen, sondern sagt, ihr bleibt gefälligst bis zur Dunkelheit da, um den Rückzug zu denken. Die Schleusen sind jetzt allerdings definitiv geöffnet und so kommen die Kaiserliche dazu, den Heselberg zu überrennen. Die Schotten schaffen es noch, sich geordnet zurückzuziehen. Die Württemberger, völlig entkräftet, werden auf dem Heselberg niedergemetzelt. Auf dem Rückzug schafft es die Kaiserliche sogar, Horn gefangen zu nehmen, wo er übrigens dann in Kerkerhaft gerät und erst 1642 ausgetauscht wird. Damit ist das Leiden der Württemberger aber noch nicht zu Ende, denn die Hälfte der württembergischen Truppen steht ja noch ein Stück entfernt, um das Lager zu bewachen. Und nachdem nun keine Truppe mehr zwischen ihnen und den entfesselten Kaiserlichen steht, gibt es kein Entkommen. Die leichte kaiserliche Kavallerie überfällt den schwedischen Tross und schlachtet die verbliebenen 2000 Württemberger an Ort und Stelle ab. Der württembergische und der gesamte schwedische Tross wird geplündert. Die Niederlage ist eine totale. Nördlingen ergibt sich. Man muss sich das mal klar machen. Die württembergischen Truppen sind zusammen mit den Schweden 30 Kilometer marschiert, kämpften von 15 bis nach 24 Uhr, dann wieder ab 5 Uhr. Die Oberbefehlshaber Horn und Bernhard kamen auf nicht mehr als 2 Stunden Schlaf. Dazu kommt, dass sie sich ja wie gesagt auch nicht leiden können und Horn den Vorwurf der Feigheit nicht auf sich sitzen lassen möchte. Die Kaiserliche müssen eigentlich gar nichts anderes tun, als ober in ihrer Befestigung zu warten und jedes Mal, wenn dann wieder Württemberger oder Schotten versuchen, den Hang hinaufzukommen, sie abzuschießen. Die Schlacht bei Nördlingen hat viele Folgen. Kurzfristige natürlich. Allein die Verluste der Schweden, muss man sich mal überlegen. 8.000 Tote, 4.000 Gefangene, 42 Kanone geht verloren, 80 Wagen Munition, 180 Zentner Pulver gehen verloren, 3.000 Wagen Tross, die Kriegskanzlei, ganz wichtig, geht verloren, die Kriegskasse. Nur 12.200 schwedische Truppen kehren zurück nach Frankfurt. Die wenigsten davon sind Württemberger, denn, damit sind wir bei der mittelfristigen Folge, die württembergische Armee hört auf zu existieren. Und Württemberg ist jetzt komplett offen. Langfristig bedeutet es, dass die antikaiserliche Koalition schlicht zerbricht. Die kaiserliche Truppe können jetzt in Süddeutschland schalten und walten, wie sie wollen. Sie erobern Nürnberg, Würzburg, dann Heilbronn, Stuttgart wird erobert, Mainz, Speyer, Philippsburg und so weiter. Der Frieden von Prag bringt eigentlich theoretisch das Ende des 30-jährigen Krieges. Könnte es bringen mit dem Sieg der Kaiserlichen. Tut es aber nicht, denn was jetzt passiert ist nach dem Frieden von Prag, erklärt Frankreich Spanien den Krieg. Damit den Habsburgern. Frankreich tritt jetzt also der 30-jährige Krieg ein und verlängert ihn unsäglich. Es kommt jetzt zum Krieg zwischen Spanien und Österreich.
Bayern, Sachsen, auf der einen Seite gegen Frankreich, Schweden, die Niederlande und Hessen. Ein 30-jähriger Krieg, der ewig lang geht und jetzt so richtig in Süddeutschland tobt. Gucken wir die Karte nochmal genau an. Die bei Nördlinger unterlegene Truppe zieht sich in Richtung Heilbronn zurück. Die siegreiche Kaiserliche dagegen sucht eine einigermaßen mit Nahrungsmitteln versehene Region für ihre Winterquartiere. Württembergs Kernland war nach der Niederlage der Schweden nun vollkommen schutzlos und geradezu prädestiniert für neue Einquartierungen. Also verbrachte die Masse des kaiserlichen Heeres den Winter 1634-35 im Raum zwischen Göppingen, Reutlingen und Tübingen. Von hier aus sollte ganz Württemberg unterworfen werden. Erst im März 1635 rücken die Truppen wieder ab. Zurück ließen sie eine gestundene und hungernde Bevölkerung. Die Jahre 1636 und 1637 brachte die schwedisch-französische Truppe wieder vermehrt Siege und Tübingen und der Region Einquartierungen. Immer wieder wurde von Plünderungen und Raub berichtet. Ende 1637 bezog der kaiserliche General Werth erneut Winterquartiere in Württemberg, diesmal aber mit dem Schwerpunkt zwischen Stuttgart, Ludwigsburg, Leonberg und Waiblingen. Seine Truppe zog im weiten Umkreis marodierend umher. Im Frühjahr 1638 verlagerte sich die weiter aufflammende Kämpfe in den Raum um Rheinfelden. Von hier aus starteten die in schwedisch-französischen Schninden stehenden Obersten Reinhard von Rosen und Georg Christoph von Taubadel einen weit ausholenden Streifzug, um die eigene Flanke nach Nordosten zu sichern und um Nachschub zu besorgen. Sie zogen über Villingen, Balingen und Horb bis nach Tübingen und schließlich Stuttgart, wo sie wendeten und über Böblingen zurückkehrten. War doch der Raum vor ihnen bereits ein halbes Jahr zuvor gründlich geplündert worden. Von Rosen und von Taubadel wandten sich nach ihrem Raubzug Richtung Breisach, um die dortige Truppe bei der Belagerung dieser wichtigen Festung zu unterstützen. Kaum hatte sie sich wieder nach Süden begeben, begann der kaiserliche General Johann von Götzen in ihrem Rücken eine neue Gruppe anzuwerben, um Breisach zu befreien. Sammelpunkt für alle kaiserliche Truppe im weiten Umfeld und für freiwillige neue Rekruten war Tübingen. Die Bewohner der umliegenden Siedlungen flohen nun nach Reutlingen. Reutlingen, ja nicht württembergisch und deswegen verhältnismäßig neutral, musste dort fast ein halbes Jahr unter widrigste Umstände aushalten und wenige Wochen nach ihrer Rückkehr erneut für mehrere Wochen fliehen. Fünf Jahre später, 1643, zogen wiederum Truppe durchs Neckartal, diesmal französische. Der französische Marschall marschierte von seinem Winterquartier um Bad Mergentheim nach Süden. In enger Tuchführung folgte ihm die kaiserliche Truppe unter Herzog Karl IV. Von Lothringen. Beide Seiten wollten keine offene Schlacht wagen und so fiel der kaiserliche Reitergeneral Johann von Werth auf das, was er den Kleinen Krieg nannte. Immer wieder näherte er sich mit seiner beweglichen Truppe den Franzosen und überfiel kleinere Abteilungen bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Während die Franzosen von Kirchheim-Teck kommend das Neckartal hinaufzogen, waren zurückgebliebene oder zur Flankensicherung abgesonderte Truppeteile den Überfälle ausgesetzt. Am 16. Februar überfiel Werth ein französisches Quartier bei Ofterdingen. Zwei Tage später eins bei Waldebuch, kurz darauf ein Regimentsquartier bei Hemmendorf. Die Franzosen, personell, materiell und auch psychologisch durch diese dauernde Überfälle erheblich geschädigt, gaben den Nerv ihren Zug nach Süden auf und wichen von Rottenburg in Richtung Rhein aus. Innerhalb weniger Tage müssen also französische Hauptstreitkräfte und danach die Werthsche Reiterabteilung an Tübingen vorbeigekommen sein. Die Bewohner der umliegenden Ortschaften waren zu diesem Zeitpunkt vermutlich wieder entweder nach Tübingen oder erneut nach Reutlingen geflohen. Württemberg war nun wieder fest in Hand der Kaiserlichen. Doch für die geplagte Bevölkerung macht es eigentlich keinen Unterschied mehr, durch wen sie misshandelt und vertrieben wird. In den letzten 10 Kriegsjahren müssen die Bewohner der Ortschaften rund um Tübingen 7-mal fliehen. In 1644 marschierte der kaiserliche Befehlshaber Franz von Mercy vom belagerten Freiburg in Quartiere um Stuttgart und Heilbronn, um seine Truppe aufzufrischen. Als sich der Kriegsschauplatz nach Osten verlagerte, machten die vereinigten französisch-schwedischen Truppen unter dem Vicomte de Turenne von Schwäbisch Hall kommend den Raum zwischen Ulm, Reutlingen und Hechingen zu ihrem Aufmarschgebiet. Noch immer lastete der Krieg schwer auf der Bevölkerung. Zu Beginn des Krieges betrug die Einwohnerzahl Württembergs etwa 350.000. Am Ende waren es nur noch etwa 120.000. Dann, 1647, kommt der Krieg nochmal mit voller Wucht nach Tübingen. Seit 1644 verhandelten die verschiedenen Kriegsparteien in Münster und Osnabrück
um den Frieden. Genau genommen geht es zunächst mal nur um protokollarische Fragen, aber es ändert nichts daran, dass auch spätestens ab diesem Moment hier der Tote unnötig ist. Das ändert aber nichts daran, dass 1647 französische Truppen Balingen einnehmen und von Balingen aus dann Richtung Tübingen und der württembergischen Landesfestung in Tübingen vorrücken. Zu dieser Zeit ist Tübingen besetzt durch bayerische Truppen im Namen des Reiches und genau genommen im Januar 1647 befinden sich gerade mal 26 bayerische Söldner auf Hohen Tübingen, was die Franzosen aber natürlich nicht wissen. Am 24. Januar 1647 erscheinen französische Truppen vor den Toren der Stadt, geben sich allerdings nicht als französische Truppen aus und versuchen so durch eine List die Stadt zu erobern. Diese List funktioniert aber nicht und die Franzosen ziehen unter eigenem hohen Gelächter wieder ab. Nun muss die ganze Sache also militärisch gelöst werden. Die Stadt Tübingen schickt relativ schnell Abgesandte zu den Franzosen, um eine friedliche Übergabe der Stadt auszuhandeln. Sie erreichen allerdings nur einen Schutzbrief für die Universität. Uni und Stadt sind zwei unterschiedliche Rechtssysteme in dieser Zeit. Wenig später schafft es auch der Prälat von Bebenhausen, eine Schonung für die kirchlichen Gebäude auszuhandeln. Am 11. Februar machen die Franzosen nun ernst, und zwar so ernst, dass die städtische Bevölkerung es jetzt eben doch schafft, die Bayern davon zu überzeugen, dass man die Stadt den Franzosen übergibt. Nur die Stadt, nicht die Burg. Und so erhalten die Franzosen die Schlüssel zu den Toren der Stadt. Die Franzosen verpflichten schnell die Tübinger Stadtbevölkerung, bei den Belagerungsarbeiten mitzuhelfen. Konkret wird, wer nicht ordentlich mitarbeitet, verprügelt. Auf der anderen Seite schießen nun auch die bayerischen Truppen in Hohen Tübingen auf die Zivilbevölkerung. Es gibt erste Tote. Ab dem 13. Februar beginnt die gegenseitige Kanonade. Bayerische Truppen schießen dabei auch in die Stadt selbst hinein und beschädigen zahlreiche Zivilgebäude. Überhaupt wirft man jegliche Regeln des zivilisierten Krieges über Bord. Als ein französischer Generaladjutant stirbt und zwei Tage später auf dem Friedhof bestattet werden soll, schießen die Bayern auf den Leichenzug. 21. Februar an Fasnet ist es so weit, dass die Bayern wohl ordentlich bechern auf der Burg und dann spaßeshalber einen riesen Mörser abfeuern, den sie aber nicht zielen, der dann um wenige Meter das Tübinger Rathaus verpasst. Im Grunde genommen läuft die Belagerung relativ typisch. Man gräbt Laufgräben, man macht Faschinen, man versucht Breschen in die Mauern zu schießen, was den Franzosen auch relativ schnell gelingt, allerdings ist die Bresche nicht breit genug und muss ständig verbreitert werden. Gleichzeitig graben die Franzosen Stollen vom Weinberg, der heutigen Neckarhalde, aus unter die Burg, die Bayern graben Gegenstollen und so weiter. Am 2. März ist es dann soweit, dass die Franzosen ihre Mine bis unter Hohen Tübingen getrieben haben und 31 Pulverfässer platzieren können. Sie laden sogar einen bayerischen Abgesandten ein, das Pulver anzuschauen, damit er einsieht, dass der Widerstand zwecklos ist. Die Bayern antworten dadurch, dass sie Brandgeschosse auf die Stadt schießen. Am 4. März zünden die Franzosen dann die Mine. Der 5-Eckturm wird in die Luft gejagt. Dabei kommt es zu einem recht gut verbirgten Wunder, nämlich dem, dass ein Soldat offensichtlich mit der Ehefrau eines anderen Soldaten allein in dem 5-Eckturm ist, als dieser gesprengt wird. Der Soldat selbst wird vom 5-Eckturm verschüttet, die Ehefrau des anderen Soldaten wird runter in die Neckarhalde geschleudert, das sind also etliche Meter und dort auch von Trümmern bedeckt. Als man beide wieder ausgräbt, kommen beide unverletzt hervor. Gleichzeitig beginnt der Sturm der Franzosen auf die Bresche, die allerdings von den Bayern so verbittert verteidigt wird, dass zunächst kein Durchkommen ist. Die Franzosen beginnen nun am 5. März mit der Arbeit an einer neuen Mine, was die Bayern sehen können, und nun erlahmt ihr Kampfeswille. Ab dem 5. März werden Verhandlungen geführt, um auch die Burg zu übergeben. Am 7. März ziehen die bayerischen Truppen schließlich unter militärischer Ehrbezeigung aus der Burg heraus. Außerhalb der Burg, in der Stadt, kommt es noch zu einigen Streitereien, weil man bei den Bayern auch für die damalige Zeit illegale Waffen findet. In diesem Zusammenhang wird dann gerüchteweise auch ein Bayer im Uracher Tal gehängt. Tübingen geht an die Franzosen. Der 1648 geschlossene Friede in Osnabrück schrieb in Artikel 2 vor, Zitat, beiderseits sei immerwährendes Vergessen und Amnestie all dessen, was seit Anbeginn dieser Unruhen an irgendeinem Ort auf irgendeine Weise vom einen oder anderen Teil, hüben oder drüben, feindlich begangen worden ist. Der Friede brachte das Ende des Dreißigjährigen Krieges aber sicher nicht, das Vergessen auch nicht, das Ende der Kämpfe und Besetzungen. Nun überzog der französische König Ludwig XIV. Das Land immer wieder mit Krieg.
1688 war der Anlass der Versuch des Franzosen, durch einen eigenen Kandidaten für den Stuhl des Erzbischofs von Köln seinen Einfluss im Reich zu verstärken. Sein Ehrgeiz führte bald zu einem neuen europäischen Konflikt, dem Pfälzischen Krieg, und infolgedessen zum Einmarsch französischer Truppen in Südwestdeutschland. Das Ziel der Franzosen unter dem Herzog von Duras war diesmal, bis zum Neckarburger vorzustoßen und dabei ihren Krieg durch das Eintreiben von Kontributionen zu finanzieren. Generalleutnant Joseph de Monclar, Kommandant einer Truppe von 6000 Mann, hatte den Auftrag erhalten, alle Landschaften, die ihre Unterwerfung verweigerten, bis auf das letzte Gebäude niederzubrennen und die Einwohner nach Frankreich zu verschleppen. Am 11. Dezember erreichten die Franzosen Esslingen, nun begann man das Land bis zum Neckar auszuplündern und die Festungen zu zerstören. Unterstützung erhalten hatte die Truppe Monclars zwischenzeitlich durch den Obst seines rigiden Vorgehens gefürchteten Brigadier Mell. Er und Monclar zogen bis zum 14. Dezember von Esslingen zum Hohe Aschberg und erreichten tags darauf Tübingen. Die Stadt zeigte sich nach Verhandlungen bereit, hohe Kontributionssummen zu zahlen und den Bürgermeister auszuliefern. Anschließend plünderte Monclar das Land südlich der Enns aus und kehrte schließlich über Tübingen, wo er Garnison von 525 Mann stationiert hatte, Nagold, Böblinger und Mark Gröninger nach Heilbronn und Heidelberg zurück. Er hatte den Befehl erhalten, dem geplünderten Gebiet jegliche Nahrungsmittel zu nehmen oder zu zerstören, sodass es nicht mehr für andere Truppen zur Verfügung stand. Monclar plante sogar, sämtliche Städte, auch wenn sie sich wie Tübingen ergeben hatten, niederzubrennen, wurde aber von den anrückenden Truppen des Kaisers, der Bayern und des Schwäbischen Kreises zuvor vertrieben. Am 26. Dezember räumte die Franzose Tübingen, vier Tage später Stuttgart, wo es mit der verbitterten Stadtbevölkerung noch zu einigen Straßenschlachten kam. Viel war die Rede vom Leid der Bevölkerung, von den großen Zügen, und wenig ging es um das Schicksal der Herzöge selbst. Das ist aber bei einem Konflikt wie diesem eigentlich auch normal. Denn so wie die Bevölkerung leidet, ist es eigentlich vollkommen wurscht, was mit dem Herzog passiert. Nichtsdestotrotz ein paar wenige Hinweise noch. Herzog Johann Friedrich, der stirbt schon 1628, versuchte noch als einer der wichtigsten protestantischen Fürsten im Reich irgendwie die Balance hinzukriegen und irgendwie Ausgleich zu schaffen. Es scheitert aber natürlich. 1629 wird das Restitutionsedikt erlassen und damit verliert der Württemberger ein Drittel der württembergischen Güter, nämlich jener Güter, die Herzog Ulrich im Zuge der Reformation eingeheimst hat. Damit kann Württemberg eigentlich nicht mehr neutral bleiben. Und so tritt der Württemberger, der neue Herzog, auf Seiten der Schweden in den Krieg ein. Gezwungenermaßen letzten Endes. Eberhard III. Wird 1633 danach erst überraschenderweise vom Kaiser, also vom Feind, für volljährig erklärt. Das ist relativ merkwürdig zu wissen, dass die sich wirklich brutalst bekriegen, aber trotzdem so ein formaler Akt, wie der Kaiser sagt, okay, du mein Kriegsgegner, ich mache dich jetzt volljährig, du darfst das Herzogtum übernehmen, selbstverständlich, findet trotzdem statt. 1633, ein Jahr vor der Schlacht hier in Nördlingen. Nach Nördlingen flieht Eberhard III. Dann übrigens nach Straßburg und verlässt sein Herzogtum. Eberhard III. Auch der Fromme genannt. In dem Fall vielleicht eher der Feigling. 1638 kehrt er zurück und übernimmt wieder territoriale Aufgaben. Er verhandelt rum, es geht um die Rückgabe kirchlicher Güter und so weiter. Aber das ist eigentlich nochmal, das ist eigentlich egal. Viel wichtiger ist das Leid der Bevölkerung. Und das war wirklich unsäglich. Ade.